Die Bundesprüfer- und Fahrlehrertage 2016 fanden heuer bereits zum zweiten Mal am Red Bull Ring im steirischen Spielberg statt. Weil ganz einfach die neuen Fahrzeuge sehr viel Technik eingebaut haben, die vermittelt werden muss, die man lernen sollte und die man auch gut weiterbringen kann in der Sache. Eine große Rolle spielt dabei auch das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie. Auf der einen Seite hat der Verkehrssicherheitsfonds des Verkehrsministeriums die Kofinanzierung übernommen. Das ist einerseits einmal die Erstellung der neuen Theoriefragen mit der Fokussierung auf die Straßenverkehrssicherheit, andererseits aber auch die Übersetzungen in die vier gängigen Sprachen. Drittens hat die Beobachtungsstelle für Straßenverkehrssicherheit in Form von Qualitätsmanagement einen wiederkehrenden Zyklus der steten Verbesserung gestartet. Und wir sammeln nach wie vor Verbesserungsvorschläge von allen im System Beteiligten und werden die auch in weiterer Folge, nicht erst in 30 Jahren, sondern bereits in den nächsten Jahren immer wieder einpflegen. Insgesamt 3 Tage lang kamen Branchenvertreter zusammen, um Innovationen kennenzulernen. Wir sind heute mit der neuen Africa Twin und mit der neuen CB500 vor Ort. CB500 natürlich ganz wichtig im Führerschein, A2-Klasse Führerschein und die neue Africa Twin, lang erwartetes neues Modell. Hier mit Doppelkupplungsgetriebe, das wir heute den Leuten vorstellen. Heute bin ich auf der Anhänger-Trailer-Station. Das heißt, mit diesem Fahrzeug, mit diesem Audi Q7, über den Anhängerassistenten, da haben wir ein eigenes Drehrad drinnen, können wir gerade rückwärts fahren, wir können einparken. Also eine ganz interessante Geschichte. Ja, wir freuen uns ganz besonders, dass wir auch bei dieser Veranstaltung wieder hier präsent sein können. Wir haben einige Fahrzeuge mitgebracht, unter anderem den Passat GT hinter mir. GT, ein Plug-in-Passat, elektrische Reichweite 50 Kilometer, sonst einen Verbrennungsmotor, der weite Strecken auch zurücklegen kann. Durch spannende Vorträge wurden auch die Neuerungen in der Theorie den Teilnehmern näher gebracht. Denn bei diesem Thema hat sich einiges getan. Also Neuerungen gibt es jetzt da bei uns in den Fahrschulen, dass wir ab 7. März eine sogenannte neue Führerscheinprüfung bekommen haben auf dem Sektor B und GW. Und das Zweite ist, dass halt die Prüfung dann auch sich ein bisschen verändert hat bei diesem System. Es ist ja modular aufgebaut jetzt die Theorie. Grundwissen, PKW und Motorrad sozusagen erledigt und scharf geschalten. Es wird dann in einem zweiten Abschnitt des Projektes auch die großen Fahrzeugklassen, also die Klassen C, D und E dazu, umgesetzt werden. Und innerhalb dieses zweiten Teils wollen wir auch die nun teilweise auch auf Handzetteln erledigten Fragen bei der Moped-Prüfung in das Computersystem hineinnehmen. Ebenso wie angestrebt ist die Berufskraftfahrer-Theorieprüfung auch in dieses Computersystem hineinzunehmen. Bei praxisnahen Übungen waren die Profis gefordert. Uns geht es hier darum, dass wir den Prüfern und den Fahrlehrern einmal zeigen, wie es ist, etwas zu machen, was man nicht kann. Dass sie sich wieder ein bisschen in den Fahrschüler, in den Prüfling hineindenken können. Schwierigkeiten gibt es da keine, weil die Traktoren heutzutage relativ leicht zum Bedienen sind. Man hat neben dem Lenkrad eben einen Linkshandreverser, wo man eben die Fahrtrichtung wählen kann. Das heißt, wenn man den Hebel nach vorne gibt, fährt er nach vorwärts. Wenn man den Hebel zurückzieht, kann man während der Fahrt nach rückwärts fahren. Meine Kollegen fahren also mit beladenen Fahrzeugen verschiedene Stationen, Geländetraining, Geschicklichkeitstraining, fahren mit langen, mit kurzen Aufliegern. Wir haben einen modernen Neoplan-Bus da, der ebenfalls alle Fahrerassistenzsysteme beinhaltet, die eben hier sozusagen dann auf der Straße gezeigt werden. Die Bundesfahrprüfer- und Fahrlehrertage sind eine Veranstaltung, die vor allem zukunftsorientiert ist. Nicht zuletzt deshalb findet das Event großen Anklang. Die Veranstaltung findet großen Zuspruch. Etwa 240 Prüfer von 600 Prüfern sind anwesend, aber auch mehr als 200 Fahrlehrer mit den Instruktoren sind hier an 2 Tagen aktiv, mehr als 450 Personen. Das Interesse an fachspezifischer Weiterbildung in der Branche ist groß. Dadurch werden auch Ansprüche an Nachhaltigkeit und Qualitätssicherung erfüllt. Ein QM-System oder die Thematik Qualitätssicherung garantiert, dass eine Institution, eine Behörde, ein Betrieb Standards mit einer definierten Qualität erfüllen kann. Nachhaltigkeit ist deswegen, dass wir da jetzt da ziemlich aus jedem Bundesland Prüfer haben, aus jedem Bundesland Fahrlehrer haben und die werden gleich ausgebildet und damit haben wir eine Qualitätssicherung ganz einfach durchgeführt. Und ich glaube, das ist ein Riesenschritt für uns und für auch die Prüfer. Bundesprüfer, aber auch Fahrlehrer waren vom gesamten Programm begeistert.
Es ist ganz notwendig, vor allem auch die Kombination zwischen den Fahrschulen, Fahrschulleitern einerseits und den Prüfern andererseits, dass man sich da auch menschlich ein bisschen näher kommt. Und das Angebot ist ja wirklich ganz toll hier. Bis jetzt ist der Eindruck sehr positiv, also es gefällt uns ganz gut. Ja, sehr gut. Ich war auch gerade beim Offroad-Training oben und das war sehr eindrucksvoll. Ja, man sollte schon, wie soll ich sagen, so wie ein Update, ne? Dass man immer weiß, was Sache ist. Ja, ich finde es sehr gut, dass wir einmal die Fahrlehrer wieder dabei haben, weil wir grundsätzlich alle in einem Boot sitzen und die technische Entwicklung im Lkw-Bereich ist faszinierend und da kann man jeder von uns kann man sich die neuesten Stand anschauen. Ich finde es sehr gut. Die Bundesfahrprüfer- und Fahrlehrertage 2016 im steirischen Spielberg. Wer dabei war und das erlebt hat, der wird im nächsten Jahr auf jeden Fall wiederkommen.